So, guten Morgen, Kinners. RDLP hier und weiter geht's mit Sometimes Always Monsters. Ja, ich hab mal wieder vergessen, wo wir stehen geblieben sind. Da hilft bestimmt ein Bierchen zur Erinnerung. What? Ach stimmt, mein Alkohol ist weg. Genau, wir waren ja feiern im Club. Ja, da muss halt zwei heute ausreichen. Ja, ist so bei aller Freundschaft, Leute. Dann gehen wir erstmal einkaufen. Das geht ja nicht. Also kein Bier zu haben ist ja wie keine Luft zum Atmen zu haben. Es ist ja unmöglich. Kein Bier zu haben ist wie Zähne putzen ohne Zahnpasta. Es geht nicht, ja. Ah, so, wo ist denn der Store nochmal? Ach, der ist hier, ne? Ja, das ist ein großer Supermarkt. Da können wir doch direkt mal hingehen. Ja, Riesenmarkt hier, guckt euch das an. So. Gut, was habt ihr denn so am Start? Ja, Milch möchte ich nur nicht trinken auf der Party, sondern... Ja, was geht denn ab, ey? Ich will Bier. Hä? Als ob die hier kein Bier haben. Ja, toll, ey. Ich bin im falschen Shop. Ja, klasse. 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 Ja. Tschüss, ich suche mir den anderen Shop. Ey, da gibt's doch wieder nichts. Das geht ja wieder gut los. Kein Bier, kein Shop da unten. Ab zum Konmarkt. Viper ist immer noch am Singen da. Die Leute haben eh alle Ohrenstöpsel drin. Die könnte genauso gut nur so tun, als ob sie singen würde. Und die Leute würden trotzdem nichts merken. So. Ja, hier. Der Club, ne, das war ein ganz schöner Reinfall gestern. Wollen wir nochmal Party machen? Nee, heute nicht. Nee, komm, der Club war echt nicht so geil. Es war ein Griff ins Klo. So. Ah, nice, dass die 24/7 offen haben. Einfach super. So macht das Leben Spaß. Jederzeit Bier trinken können. So. Wollen wir uns ein 30er-Pack, ne, ein 6er ist das, ein 30er-Pack für $30, genau. Ja, ich brauche aber mehr Bier, so geht's ja nicht. 12 Bier, drink these and be cool. Ich bin cool, wieso hole ich mir das nicht? Ich bin so scheiße, ey. Hier, 50 Zacken, tschüss. So, dann mach ich mir erstmal eins auf, dann kann das hier auch losgehen. Einfach im Laden. Ja, was geht denn jetzt schon wieder ab? Oh, ey, siehst. Hä, was geht ab? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Habe ich nicht gespeichert? Bin ich nicht pennen gegangen nach der Party oder was? Ja, toll. Ja, jetzt können wir eh nicht mehr in den Club. Ich habe keinen Bock, meine 50 Bierflaschen da jetzt abzugeben. Ja. Ja, 50 sind es nicht. 18. 17, weil ich habe ja schon eins auf. So, dann lass mal noch was schreiben gehen. Besoffen kommen die Ideen immer fließend. Das kennt man doch. So. I need to do something about this hangover. Nothing I write is going to be any good. Ja, dann schlaf halt. Schlaf. I guess I should get some shut-eye. Sleep. Ja, toll. Jetzt kommt wieder somewhere else. Nee, doch nicht. Ja, was ist los mit dir? Was für ein Hangover? Wir haben kaum was getrunken. Jetzt mal ohne Witz, ich habe hier zwei Shots gegeben, ein Mixgetränk und zwei, drei Bierchen. Das ist auf dem Dorf nicht mal vorglühen. Da kannst du noch Auto mitfahren. Ja gut, das nicht, aber... Ja, super, ey. Scheiße. Hast es nicht verdient, Klamotten anzuhaben? Sam, come here a second. I want to ask you something. Ja, was denn? Soll ich den Rest auch noch ausziehen, oder was? You like guns? Sehe ich so wie ein Waffener aus, oder was? Ich antworte mal ehrlich. Ich finde Waffen schon cool, so. Ja. Ja, haben halt auch Nachteile, ne? So wie alles im Leben. Ansonsten finde ich die Show cool. Yeah, I guess. You ever shot a gun before? Ja, schon, ne?
Also ich war ja vor zwei Videos mit der AK unterwegs, ne? I'm heading to easy target today. Gonna fire off some shots at the target range. Hab ich doch schon. This tour's got me frustrated. Need to blow off some steam. You want to come with me? Sure. Alright, let's get over there then. Should be a good way to kill a few hours at least. Ja, und vielleicht killen wir ja nicht nur ein paar Stunden, ne? Na, Quatsch, Leute. Wir ballern da ja jetzt nicht wie wild rum wie Lucky Luke oder was weiß ich. It's really not far. We can walk. Das sehe ich gar nicht ein. Nee. Ja, scheiße, ich muss mir erst mal was anziehen, ne? Ich kann da schlecht in Unterhose hin. So. Stinky Gymwear, Tank 1. Boah, ich muss... Sam muss echt wie so ein Pavian stinken, ey. Ja. Neben ihr riecht der Abfall sogar richtig gut wahrscheinlich. Oh. Ja, wo ist denn der Typ jetzt? Was bist denn du für ein Schwanz? Jetzt hat er sich wieder auf die Couch gesetzt. Ja, komm her! Ich musste mich doch erst anziehen. Change your mind about getting some target practice. I still haven't been. Ja, yeah, let's go. Ich hab doch gesagt, ich bin dabei. This will be the most fun I have all trip. Easy target is really close. We can just walk there. Hast du schon gesagt. Ich weiß, wo das ist. Ich war da schon. Bin da Stammkunde. Immer wenn ich frustriert bin, baller ich da rum. Also baller ich da 24/7 rum. So, let's go. Na, du Strolch, gib mir mal eine Waffe. How it's going, friend? Figure you two are here to shoot some guns. Ja, wir wollen hier keine Fische kaufen. It's only $25 per person for access plus rentals and ammo. Ja, wartet kurz, ich muss hier meinen Teebeutel rausnehmen. Ach, scheiße, ich habe die Zeit wieder nicht getrackt. Wartet kurz. Ich vergesse das immer, ey. Und dann wundere ich mich, warum die Parts 40 Minuten gehen. So ein Lappen manchmal, das ist unfassbar. So. Ja, let's shoot. Ich bin ready. Always happy. Happy. Ein starker Plosiv, RD. Mann, to help a lady learn some real self-defense. So what kind of guns were you thinking of renting? Ja, also, ich will nicht wieder mit einer LK rumschießen. Wir nehmen heute mal das Sniper-Gewehr. Ja, ich glaube, die Sam, die hat gute Augen. Und sowieso, der Typ, mit dem ich unterwegs bin, der wird bestimmt richtig beeindruckt sein, wie krass gut ich schießen kann. Und dann habe ich Sam ihr erstes Date besorgt, ja, das ist der Plan. Yeah, I can get you one with a nice scope too. How much ammo do you think you'll need? Each box comes with 10 high accuracy longs. Ja, ich nehme diesmal zwei Boxen. I have enough rounds to make your mark, for sure. Give me a second, let me just ring you up. Oh, and I'm going to need your photo ID. Can't just hand a gun to everyone who wants one after all. Hey Mann, ich hab doch dir schon das gegeben. Scheiße, ey. Great, it will be just a minute. Ja toll, Sam. Wir waren schon mal hier und der Typ kann sich nicht mal mehr an dich erinnern, obwohl ich die Regeln missachtet hab. Hast du so schlecht geschossen, dass er sich dachte, ach, die kommt eh nie wieder. Ja. Alright, looks you're all set, Sam. Your total is going to be 280 for everything. Sure, I'll go collect your firearm. Absolutely. Right on. Let me go gather your gear. Cool. Oh, da ist es. Boah, ich will auch mit der Panzerfaust schießen. Ja, wir schießen noch mit der Panzerfaust, bevor wir hier wegfahren. Looks like you're all set, little lady. I'm going to go over a few safety rules before you get started. Ja, die kennen wir ja alle schon. Also, nicht die rote Linie überschreiten. Ich fasse das kurz zusammen. Für alle, die jetzt mein Video hier zum ersten Mal schon das alte nicht gesehen haben. Genau. Keine Waffen über dieser Linie tragen. Und das ist kriminell. Und dann werden wir niedergeballert von ihm höchstpersönlich. Und wir dürfen die Waffe nicht, wie ich das beim letzten Mal gemacht habe, hier im Laden laden, sondern müssen schon da hinten hingehen. Eigentlich ganz normaler Menschenverstand, aber gut. Wenn wir nicht niedergeballert werden wollen von ihm, dann müssen wir uns daran halten. Ja, ja. Und er hatte schlechte Erfahrungen damit gemacht. Und das ist wirklich wichtig, bla bla bla. Ja.
Okay, und jetzt sollen wir uns mit unserer Waffe anfreunden. Ja, was ist nun? What the hell do you mean? I'm a good dumb citizen. It's against my rights to deny service. Ah, okay. Weil der Typ mal im Knast war. Wegen, keine Ahnung. Wegen was war der wohl im Knast? Hat die ganzen Käse beim, Markant geklaut oder so. Keine Ahnung. Nee, Quatsch. Er hat den ganzen Käse im Markant leer gefressen, ohne zu bezahlen. Er hat sie einfach vor die Käsetheke vors Käseregal gestellt und eine Packung Käse nach der anderen aufgemacht und alles leer gefuttert, ey. Ja, Mann. Dafür kam er 20 Jahre hinter Gitter. Ist aber auch ein Verbrechen, den Leuten einfach die Käse wegzufressen. I'm sorry, but that's just the way things are. We don't give guns to convicts. Das heißt Sträfling, glaube ich. Ich google mal kurz. Ihr könnt euch ja so lange die schöne Musik angucken. Und Sam könnt ihr auf den Arsch schauen. Wobei, sie steht da gerade. So blöd. Achso, genau, zu verurteilten. If you wanted to use the shooting range, you should have thought about that before you broke the law. Alter. Oh, for fuck's sake. Das ist echt mies. Ich meine, er hat ja seine Strafe gegenüber der Gesellschaft abgeleistet, hat einen normalen Job, hat ein normales Leben, hat sich scheinbar geändert. Ja, das ist lächerlich, ja. Das ist echt lächerlich. I was exonerated, you half-wit. If you're barring me from services, got nothing to do with that. Hey, I scanned your ID and your ugly face popped up from the list. Oh, jetzt wird's persönlich. You can tell me you're innocent at all you want, but this system says otherwise. I'm not taking a risk on the same bullshit story I've heard 1,000 times from guys just like you. Guys just like me, huh? I see what you're getting at. You're a real piece of shit, you know that? Ja. Ja, stimmt. Ich mag ihn auch nicht. Typical. Listen, buddy. You either calm down and get out of my store, or I'll be forced to call the cops. Was für Pussy, ey. You just try it, asshole. Ja. Egal. Diskutiert ihr zwei Hübschen das mal aus. Ich, geh jetzt ein bisschen schießen. The scope on the sniper rifle is impressive. Soll ich nochmal die Gun loaden, um die Stimmung ein bisschen aufzulockern? Nee, Inspect Gun. Everything seems in order, I think. I've got 20 bullets left in the shotgun's clean. Ja. Nein, wir boxen erstmal unseren Homie hier durch. Ja, was ist nun? Der ist nicht amused. Kann ich mit ihm reden? Nö, kann ich nicht. Ja, dann schieße ich halt ohne dich. Pickup Gun. I've got to remember to put it back here when I'm done. Nö, ich nehme das mit. Ich versuche mal echt die Gun rauszuschmuggeln. Ja, und wo muss ich jetzt hin? Wieder ins dritte Loch, oder? Ja. So, diesmal schießen wir ein bisschen besser. Und ich erwarte jetzt auch wirklich einen saftigen Sniper-Sound, ja, vom Scharfschützengewehr. So dieses BOM. Ja, ihr wisst, wie das klingt. So, wartet. Das scope ich jetzt mal ab hier. Ah, perfekt, Alter. Ja, das ist dasselbe Scheißgewehr wie eine AK vom Sound. Da haben sich ja richtig Mühe gegeben. Aber diesmal treffe ich besser. Hä? Ich check das nicht, ey. Das war okay. Ja, das war richtig Grütze. Da kann ein blinder Besoffener besser schießen, Sam. So. Ja, das war gut. Das war schön. Na, das war sehr schön. Ah, das war ja noch schöner. Sam, du geile Sau. Mach es. Ja, schieß ins Schwarze, komm. Oder ins Rote in diesem Fall. Perfekt. Alter, ich bin Meisterschütze. Wie viele Schüsse habe ich denn? 40, ne? Oder 20? Ah, jetzt habe ich nicht mehr so viele. Komm, da geht noch was. Ich hätte auch versuchen können, so ein Smiley zu zeichnen auf der Zielscheibe. Aber ob die Grafik hierfür reicht, ich weiß es nicht. Das war schlecht.
Und zack. Ja, perfekt. Ich hab's einfach im Gefühl, so. Ich brauch da gar nicht hingucken. Bam. Richtiger Pro. Perfekt. Bang, bang, bang. Bang, bang, da, 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 da. Oh, Nicki Minaj Song. Jetzt fällt er mir ein. Okay, das war auch cool. So. Oh, hey. You're probably wondering where your friend went. He left the shop after you went in. I ran his idea through the system and something came up. Unfortunately, we're not allowed to rent guns to convicted criminals. Ja, ich find's, wie gesagt, lächerlich, aber ihm kannst du da jetzt auch keinen Vorwurf machen. Er befolgt halt nur die Gesetze. Also, der Typ, der hier den Laden führt, ne? He made a real fuss about it, but the rules are the rules. Ja, richtig. Da hat er sich echt ein bisschen daneben benommen. Überreagiert. There's nothing I could do about it. Ja, du brauchst dich von mir nicht rechtfertigen. Alles gut. He told me to let you know he's gonna back on the bus, whatever that means. Ja, wir sind fame Autorin. So, wir wollten das Snipergewehr rausschmuggeln. Wow, 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 scheiße. Wie er einfach darüber gejumpt ist. Get back behind the gate now. I told you already that firearm does not cross the line. Ach, scheiß auf die Regeln. Did you not see it or do you just not know how to listen? Either way, I catch you trying to steal one of my guns again and there will be hell to play. I chalked this one up to Idiosi heißt das nicht. Hä? Ja, egal, wir wissen ja, was damit gemeint ist. Er schiebt das auf, darauf, dass ich ein Idiot bin. But I do not give second chances. You pull this shit one more time and I'm calling the cops. Ja, dumme Pussy, hast du dein dummes Sniper-Gewehr. I'm supposed to put the gun back. Serious return gun. Tschüss, du Schwanz, ey. Hier. Kannst du meine Fußnägel lutschen, du blöder Penner, ey. Laden betrete ich nie wieder. Außer jetzt, denn ich wollte ja noch mit der Bazooka schießen. Hallo. Das nehmen wir noch mit. Good to see you again. Ja, 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 ja. Let's shoot. Bla, bla, bla. Das kennen wir alle schon. Rocket Launcher. Ah, fan. How many words you looking for? Each one, bla, bla, bla. 3. What for? Up with something that's coming in. Give us. Let me just ring you up. Oh, I'm gonna need a photo idea. Can I da 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 Alter, ich glaube, ich habe nicht mehr so viel Geld. Egal. Ja, jetzt kommen wir hier zur Sache. Oh, geil. Oh. Ja, Mann. Jetzt bin ich richtig heiß. Ja, ich kenne die Regeln, ey. Ich befolge die sowieso nicht. Brauchst du nicht immer wieder labern hier. Ja, tschüss. Ja. Ja, ist ja gut jetzt. Kann ich jetzt bitte schießen mit der Bazooka? This rocket launcher looks like it could deal a lot of damage. Ja, pickup gun. Got to remember to put it back here when I'm done. Ja. So. Gehen wir wieder hier hin. Zack. Ja, toll, das ist dasselbe System, ey. Dafür habe ich $600 bezahlt. Egal. Man gönnt sich ja sonst keinen Spaß. Oh, okay, das ist crazy. Oh, das ist geil. Wow, ich hatte noch nie so einen Spaß. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Okay, cooles Ding. Diesmal geben wir die Bazooka auch brav ab, weil ich habe keinen Bock, bei den Cops zu landen jetzt. Da kann ich echt drauf verzichten. So, tschüss. Du aller Peter. Okay, das war doch schon mal erfolgreich. Ja, er ist beleidigt. Beleidigte Leberwurst hier. I can't believe it, Sam. I can't fucking believe it. Tja. The one thing I wanted to do here, I can't. Why? Ja, ich wollte auch nackig durch den Park laufen und darf's nicht. Das Leben ist halt unfair. Because the world's a fucked up place that wants to decide whether you're a villain or not. Well, before they get any of the facts. That piece of shit in there, he doesn't care about the truth. Ja, woher soll er die denn wissen? Soll er dich am Lügendetektor anschließen oder was? Neither did the jury. Neither did the cops. Neither did my cunt of an ex.
Ja. Werd hier noch ein bisschen depressiver und übertreibt noch mehr. All of them, they just like feeling powerful. Das haben Menschen so an sich, dass sie gerne Macht haben wollen. Wenn sie die Macht dann haben, kommt es oft zu Machtmissbrauch. Weil sie dann nicht wissen, was sie mit der ganzen Macht anfangen sollen. Das ist ganz normales Verhalten. Nein, das ist natürlich nicht normales Verhalten. Aber passiert halt häufiger, als man denkt, ne? That's all it is. Truth gets in the way of power and so they ignore it. Ja, komm, du übertreibst jetzt echt, weil der Typ hat echt nur seinen Job gemacht. Er hat die Gesetze ja nicht gemacht. Ich finde sie zwar auch bescheuert, aber ja. They play out whatever narratives they want, regardless of facts, and I can do shit about it, because they control it all better than me. Ja, guck mal, du kannst ja auch noch irgendwo anders hin zu schießen. Da gibt's ja bestimmt Möglichkeiten. Musst du nicht bei Easy Target sein. Ja. So now I'm fucked forever. Oh man. One shitty day ruining the rest of your life. Alter, du hast das sonst alles. Du kannst jetzt bloß nicht schießen gehen hier. Dann geh doch im Wald oder tritt einem Jagdclub bei oder schieß mit Wasserpistolen, keine Ahnung. Do you have any idea what this feels like? Not like you. No, not really. We all do. Nein, das weiß ich nicht. Nö, ich blicke immer positiv nach vorne, ja? Keine Ahnung. Of course you don't. You probably had plenty of assholes fucked with you because you're black. Ja, stimmt, ich bin schwarz. Das bin ich, ja? Also endlich sieht's mal jemand ein. RD4 ist schwarz, ja? Ja, bin ich. Endlich kann ich das N-Wort sagen. Nee, Quatsch. So. But you're still young. You haven't seen the worst of it yet. Ja, das Leben wird immer schlimmer, ne? Ja, genau, früher war alles besser. It gets so much worse. Ja, mach mich heiß auf die Zukunft. I'm just so tired of it, Sam. They just keep taking things from me and I didn't do anything wrong. Fuck Sam. Nee, fuck Sam jetzt nicht. Du, er hat einen Fehler gemacht. Ich weiß jetzt nicht mehr, was für ein Wasser verbrochen hat. Wahrscheinlich war es wirklich Käse-Leerfutter im Supermarkt, ohne zu bezahlen. Aber er hat den Fehler gemacht und die Gesetze sind so und er wurde verurteilt und ja, da soll er nicht rumholen, wenn er hier jetzt nicht schießen kann. And I didn't do anything wrong. They kept skipping things on me and I didn't do anything wrong. Er wurde jetzt zu Unrecht verurteilt. Ja, dann ist es halt schade, ne? Dann tut's mir ja leid, so. Ja, tut mir leid, komm. Wir trösten ihn ein bisschen. Thanks, but it doesn't do me any good. Even if there were only a handful of assholes in the world that still find a way to ruin my life. Ja, alle haben's auf dich abgesehen, nur auf dich. Oh, was ein Weltbild. That's just what they do, it's who they are. I could be a model citizen and it wouldn't matter. Ja. Nobody gives a shit about guys like me. Ich red doch gerade mit dir. Ja, zieh Sam runter. Anyway, doesn't matter how you feel about it. Nobody can fix it. So, let's just get back on the bus. Forget about it. Da bin ich auf deiner Seite, Bro. War doch ein lustiger Nachmittag. Ich hatte viel Spaß, auch ohne dich. Darauf erstmal ein Bier. Ein Bier, habe ich gesagt. Ah, das war ein erfolgreicher Tag, du. My brain says no. Ach so, stimmt. Jetzt ist ja verkatert. Hab ich ganz vergessen. Kann sie schreiben? Nee. Ah, scheiße. Hab ich denn Wasser? Ich hab Sprite. Ich hätte Sprite. Ja, trinken wir Sprite. Ich hasse Sprite, ehrlich gesagt. Also, hassen nicht. Als Kind habe ich es gern getrunken, aber mittlerweile, weil ich das zu oft mit Korn gemixt habe, kann ich Sprite einfach nicht mehr trinken. Es geht nicht. Es geht nicht. Ich schmecke da immer nur die Korn. Es geht nicht. Scheiße, ey. Was haben wir denn sonst so hier? Ja, wir essen ein bisschen. Habe ich nicht noch Burger? Nee. Na, das ist scheiße. Und ich habe 26 Bagels, die ich nicht verwenden kann. Richtiger Fehlkauf.
My Stormage is happy now. Ja, schön. Kann ich jetzt schreiben, du olle Trantüte? Nee. Gut, dann wär's das für dieses Video, oder? Ja. RDLP und dann beim nächsten Video schreiben wir wieder ein bisschen am Buch, wenn wir wieder nüchtern sind. Bis dann.